Bildung befasst sich damit, das Wertvolle und Wichtige einem Menschen klarzumachen. Und er muss in seiner jetzigen Kultur, wo er jetzt ist und auch für die Zukunft, irgendwie die Fähigkeit erwerben, das Wichtige von Unwichtigen und das Wertvolle vom Nichtwertvollen zu unterscheiden. Das stagniert irgendwie und das muss man irgendwie auch mal updaten, was das Wichtige und Wertvolle ist. Und dann geht das natürlich von Büchern mehr auf Videos und Filmen über. Und dann gehört zur wichtigen Bildung, dass man irgendwie die Top 20 Filme aller Zeiten gesehen hat. Also dann muss ich nicht unbedingt jetzt Schiller die Räuber, ich will jetzt nichts Böses sagen, also ich habe nichts gegen die Räuber, aber es ist vielleicht genauso wichtig, The Gold Rush mit Charlie Chaplin gesehen zu haben, also als Filmkunstdenkmal. Sagt der Papa, dann sitzt am Bett von so einem kleinen siebenjährigen Jungen. Du weißt doch, dass es sehr wichtig ist, Bildung zu machen. Ja, Papa, du weißt und so weiter und so weiter. Guck mal, du machst in der Schule gar nichts. Aber wir wissen doch alle, dass du alles kannst. Du bist hochbegabt. Wir haben festgestellt, dass du überhaupt alle Bücher über Dinosaurier gelesen hast und bis auf jede Körperzelle von so einem Dinosaurier das ganze Wissenschaftsgebiet kennst. Also ist doch bewiesen, dass du es im Prinzip kannst. Warum machst du nichts in der Schule? Und dann sagt das Kind so in der letzten Welt, Papa, in der Schule kommen gar keine Dinosaurier vor. Jeder Mensch hat irgendwo einen Punkt, wo er ansprechbar ist und wo er dann sagt, das mache ich jetzt. Und dann müsste man ihn ein bisschen artgerecht halten, also sehr individuell halten und irgendwie die Möglichkeit geben, sich auszubilden. Da gibt es bestimmte Zentren, wo Leute das können. Also das kann Querflöte sein, sind typischerweise Dinosaurier und die Atomphysik. Also damals konnte ich irgendwie alle Protonen und Neutronen, kann ich nicht mehr auf 10 Stellen da am Komma sagen oder sowas. Und wir wussten dann jede Elektronenumgebung von jedem Element, haben uns über die Entstehung des Universums Gedanken gemacht, über Atomphysik, dann zur Astronomie, wie die Welt entstanden ist. Und das waren hochspannende Sachen. Und ich kann nicht verstehen, wenn das alle Kinder so irre interessiert, wo man dann auch Philosophie reinbringen könnte noch. Also Entstehung des Universums ist schon relativ nah an Philosophie. Dann könnte ich das gleich mit abhandeln. Warum kann ich nicht Biologie mit Dinosauriern anfangen? Das interessiert ja alle. Und dann, wenn man alles über Dinosaurier fragt, dann sagt, wo sind die eigentlich hergekommen? Ja, aus dem Meer. Ja, und wie denn? Und dann sage ich, ja, gab es Fische und die haben sich dann irgendwie so in Lurche verwandelt oder was weiß ich. Hat das so eine Entwicklung gemacht? Und dann geht man zurück und kommt dann bis zur Amöbe. Nein, sie müssen mit der Amöbe anfangen, was keinen Menschen interessiert und wie die Zellteilung ist und alles so ein Zeug. Das kann man ja später machen. Also wenn man den Interessanten vom interessanten Sweetpot ausgeht und dann nach zurückwärts, dann wäre gar nichts los. Ich habe das ein bisschen recherchiert. Es liegt ein bisschen an der Bildungsrevolution der 60er Jahre. Da hat man sich überlegt, also sind ja die Unis alle gebaut worden. Die sind ja dann online gegangen in den 70er Jahren, ganz viele. Also neue, Bochum, Düsseldorf, Bielefeld, Köln, glaube ich, es war auch alt. Also die sind überall neue entstanden, Hohenheim. So. Da hat man sich überlegt, wie die Bildung sein soll, dass jeder studiert. Und dann haben sie die Schulbildung gleich von vornherein so gemacht, dass sie eine Art Propädeutik für Wissenschaft ist. Also man hat das dann schon wissenschaftlich gemacht. Und das fängt man jetzt halt mit Amöben an. Man fängt Geschichte dann immer mit Steinzeit an, also was keinen Menschen interessiert. Also wir mussten dann irgendwie so Neandertaler und der kann nichts und der hängt da mit dem Fell rum und hat eine Keule oder sowas. Und das fanden wir nicht total schick. Warum fängt man nicht mit irgendwie Homer an? Dann kann man das gleich mit Deutsch oder Griechisch Literatur und so vorstellen. Man nimmt einfach, kann doch irgendwo einfach von so einem interessanten Punkt ausgehen. Warum muss ich Erdkunde erstmal hier mit Prenzlauer, also hier ist jetzt Prenzlauer Berg, dann zeichne ich irgendwelche Häuser hier ein und dann im dritten Jahr dann, also Europa, erst Deutschland, dann Asien, also erst Europa und dann langsam Asien, Amerika. Das geht so alles systematisch nach Wissenschaft vorweg.
Das macht gar keinen Sinn, weil heute Leute sind jetzt, ich könnte einfach sagen, so bei 10-Jährigen, einer war in Bali, soll er einfach ein Referat drüber halten, du über Marokko, du über Irak und ein bisschen Multikulti auch Erziehung sagen, was habt euch, wieso sind die Leute da anders, was habt ihr erlebt, was darf man da und darf man nicht, darf man, manchen darf man spucken sie alle auf den Boden, woanders ist es verboten, in Japan darfst du nicht die Nase schneuzen, dann lernen die Leute das doch ganz anders. Also weil ja der Nebenan das schon gemacht hat. Und warum muss das alles so systematisch sein? Und da müsste man einfach mal echt mal drüber nachdenken. Das ist ja nicht verboten. In den 60er Jahren haben die das ja gemacht. Was mich ein bisschen erschüttert hat, bei Wikipedia kann man das nachlesen. Ich habe über Schulpflicht gelesen und da steht irgendwo so ein Satz. Die Hauptschulen bringen das Wissen der Welt. Ich gebe es mit meinen Worten weiter, ich kann es nicht so. Die bringen das Wissen der Welt ungefähr so, doch wie bei den Gymnasien bei, aber viel praktischer, und jetzt kommt die Pointe, Komma, ohne den wissenschaftlichen Anspruch aufzugeben. Und sag mal, was soll das? Ja, also praktisch, man hat dieses wissenschaftliche, stringente Vorgehen jetzt praktisch dann bis zur Sonderschule runtergebrochen, dass alles wissenschaftlich sein muss. Man könnte doch einfach davon ausgehen, mal was interessant ist. Das ist doch bekannt, was sie interessiert. Ja, also ich meine zum Beispiel, ist jetzt gerade ein Hype, ob man vegan sein muss oder ob Globally was helfen oder so. Das sind ja Themen, die jetzt in der Familie irgendwo modern sind. Dann kann man doch, da gibt es viele Sachen zu diskutieren in der Schule, wie man was macht. Hätte auch irgendwie einen Sinn fürs normale Leben und man kann das auch naturwissenschaftlich alles irgendwo auf den Grund bringen. Aber man könnte irgendwelche Punkte nehmen, die jetzt vielleicht auch ein bisschen zeitgemäßer sind.